Hallo, hier ist Jonas vom Kanal Megavalencia 10. Bevor du dir jetzt voreilig überlegst, ob du hier überhaupt richtig bist oder nicht lieber einfach weiterklicken solltest, erzähle ich dir am besten einfach mal, worum es in dieser Videoreihe geht. Erfolg auf YouTube. Dieser Titel verspricht ja eigentlich schon eine ganze Menge. Zum Beispiel eine Menge Abonnenten, eine Menge Videoaufrufe, einen hohen Bekanntheitsgrad, halt einfach alles, was dazugehört. Doch das Ganze ist nicht ganz einfach. Gerade an dem holprigen Anfang tun sich einige sehr schwer. Keiner schaut sich meine Videos an, niemand will mal einen Kommentar hinterlassen oder ich habe nicht mehr als 2 Abonnenten und das sind meine 2 anderen Kanäle. Das sind Probleme, mit denen jeder, wirklich jeder YouTuber zu Beginn seiner Karriere zu tun hatte. In dieser Videoreihe, also in den nun nächsten Wochen folgenden Videos, möchte ich dir diese Startzeit vereinfachen. Erlerne einfache, aber effektive Tricks, um deine Reichweite zu steigern, um mehr Leute auf deine Videos aufmerksam zu machen. Damit du dich aber nicht die ganze Zeit fragst, wer eigentlich hier spricht, möchte ich mich einfach mal ganz kurz vorstellen. Meine Abonnenten kennen mich vielleicht schon, manche auch nicht. Fange ich am besten einfach mal mit meinem Namen an. Ich heiße Jonas, rede hier gerade vom Kanal Megavalencia 10 aus, führe aber auch gleichzeitig andere Kanäle wie UFO.TV oder MV Synchros. Mittlerweile bin ich seit über 2 Jahren auf YouTube. Ein bisschen Erfahrung konnte ich also schon sammeln. Was ich aber auf jeden Fall garantieren kann, du wirst jede Menge Spaß haben. Videos drehen und sie frei veröffentlichen zu können, macht einfach Spaß. Gerade dann, wenn es Leute da draußen im Internet, im Neuland gibt, die deine Videos schauen. Wenn du also Interesse hast, die Videoreihe weiter zu verfolgen, klicke einfach auf das nächste Video. Falls du Lust hast, keine weiteren Videos zu verpassen, dann hast du auch die Möglichkeit, ein Abo zu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal.